Und außerdem geht doch die Jugend zu Recht auf die Straßen. In Wirklichkeit machen doch Politik so alte wie ich. Und wenn ich ganz ehrlich bin, den Klimawandel bis zu meinem Tode halte ich doch noch aus. Aber die heute 14-Jährigen haben noch so viele Jahrzehnte Leben vor sich, dass sie an die Türen der Alten klopfen und sagen, macht keine Politik für euch, sondern für die Zukunft und damit für uns. Und da haben sie ich recht. Ich sage Ihnen, wenn Sie mit... Wenn Sie mit der Leidenschaft, mit der Sie das eben vorgetragen haben, auch in der Politik hin und wieder ein bisschen anders argumentiert hätten, hätten Sie vielleicht noch größere Erfolge gehabt. Na, wer weiß. Wer weiß. Ich finde aber den Spruch sehr schön, Sie sind ganz in Ordnung, aber in einer falschen Partei. Dann sage ich immer, sagen Sie mir noch, welches die richtige Partei ist. Dann sagen die meisten, haben Sie auch wieder recht. Das muss mir nie aber ich habe wirklich eine Frage, die mir auf dem Herzen brennt. Ja? Wenn Sie an Ihre gesamte politische Laufbahn denken, welches war der größte Fehler, den Sie gemacht haben? Dass ich das überhaupt gemacht habe. Ich hätte Anwalt bleiben können und hätte als Anwalt eine bestimmte Rolle gespielt. Und dadurch, dass ich in die Politik gegangen bin, aber ich will Ihnen erklären, warum ich so in die Politik gegangen bin, aber es ist mit der Zeit. Also, ich habe im Mai 1989 Reinhard Eppelmann vertreten, der mir sagte, die Wahlen sind gefälscht in der DDR und habe Strafanzeige beim Generalstaatsanwalt gestellt. Im September kam das Neue Forum zu mir und sagt, der Innenminister hat sie nicht zugelassen als Verein mit der Begründung, dass sie staats- und verfassungsfeindlich seien. Ob ich die Beschwerde dagegen schriebe, habe ich gemacht. Dann war ich im Deutschen Theater und habe zu den Übergriffen der Polizei Stellung genommen. Und dabei habe ich einen Satz gesagt. Sehen Sie, es ist immer ein Satz, der im Leben was bewirkt. Ich habe gesagt, alle bisherigen Kundgebungen und Demonstrationen in der DDR sind formalrechtlich illegal. Ich verstehe gar nicht, warum man nicht mal eine legale Kundgebung versucht. Ich meine, wenn sie nicht erlaubt wird, kann man ja immer noch eine illegale machen. Aber man kann es doch mal versuchen. So. Das verbreitete sich wie verrückt. Dann waren die wieder bei mir und so kam der Antrag für die größte Kundgebung in der Geschichte, in der deutschen Geschichte, am 4. November 1989 auf dem Alexanderplatz zustande. Und nur, weil ich die Idee hatte, wurde ich dann hinbestellt und dann haben sie gesagt, sie können nach den Schauspielern und Schauspielern als Erster reden. Habe ich auch gerne gemacht. Und dann wurde aus Versehen die Mauer geöffnet, am 9.11. Und der Punkt war, dass alle, die mich bis dahin brauchten, mich nicht mehr brauchten. Habe ich das eben akustisch richtig verstanden? Aus Versehen. Aus Versehen wurde die Mauer geöffnet? Ja, ich kann Ihnen gleich sagen, worin das Versehen bestand. Aha. Das Politbüro hatte getagt, habe ich natürlich auch erst später erfahren, hatte getagt und hatte jemand aus dem Innenministerium und sagte, sie haben die Nase voll davon, dass viele Bürgerinnen und Bürger der DDR über Ungarn, Österreich in die Bundesrepublik auswandern oder die Botschaften in Prag und in Warschau besetzen. Ob es nicht eine leichtere Möglichkeit gibt, wenn sie für immer ausreisen wollen. Und er sagte, ja, da muss man das über die Grenzübergangsstellen der DDR zur Bundesrepublik und zu Westberlin erlauben. Stempel von Inneres und dann können sie da ausreisen. Er sagte, wunderbar, so machen wir das. Der Einzige, der an der Sitzung nicht teilgenommen hatte, war Günter Schabowski. Und der bekam einen Zettel. Und auf dem Zettel stand ständige Ausreisen über alle Grenzübergangsstellen. Und ständige Ausreise bedeutet in der DDR eine Ausreise für immer. Wenn nur das Wort Ausreise da stand, war gemeint Aus- und Wiedereinreise. Aber ständige Ausreise hieß für immer. Aber er war ja kein Jurist und hat das falsch verstanden und dachte, es dürfen alle ständig ausreisen. Das war's. Ich weiß nicht. Also ich finde das sensationell, wie Sie Weltpolitiker sind. Ich habe mich daraufhin wirklich damit beschäftigt und habe festgestellt, fast alle welthistorischen Ereignisse beruhen auf einem Irrtum. Aber immer ein, der dem Zeitgeist entsprach. 10 Jahre früher hätte Schabowski gesagt, hier stimmt was nicht. Aber das dem Zeitgeist entsprach, dachte er, es sei gemeint. Gut, es wäre so oder so gekommen. Dann eben nicht an dem Tag, sondern 3 Wochen später oder so. Der Druck war ja entsprechend groß. Trotzdem interessant, wäre natürlich etwas geordneter dann gelaufen. Trotzdem interessant, ich finde das wirklich spannend. So, aber nun, Rainer Eppelmann, das Neue Forum, alle demonstrieren, brauchten mich nicht mehr. Verstehen Sie? Von einem Tag zum anderen. Klar, die Grenzen waren offen. Und jetzt richtete sich die ganze Kritik gegen die SED auch zu Recht, aber wie ich auch wieder fand, etwas übertrieben, weil plötzlich alle anderen nichts mehr damit zu tun hatten.
Und da habe ich gemerkt, ich bin Anwalt. Seit meinem 23. Lebensjahr bin ich Rechtsanwalt. Zum Rechtsanwalt kommen nur Menschen mit Problemen. Glückliche Menschen gehen zum Standesbeamten, wenn sie dann nicht mehr glücklich sind, gehen sie zum Anwalt. Es ist immer dasselbe. Und Probleme ziehen mich an. Jetzt hat die SPD höllisch viele Probleme, ich muss aufpassen, aber das nur nicht mehr. Ich bin ja 72. Ja, das ist so.